Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Prison Architect heute mit einer bedrohlich tiefen Stimme. Aus verschiedenen Gründen, die wir nicht erläutern wollen, aber so ist es nun mal. Und uns ist ja aufgefallen letztes Mal, dass wir hier freilaufende Menschen hatten, die da nicht sein sollten. Deswegen machen wir in unsere Außenbereiche gleich mal eine nur für Personalkennzeichnung. Und dann schauen wir uns an, wie die Dinge eigentlich stehen. Oh, was haben wir hier? Wir haben ein allgemeines Problem mit der Anzahl der Wachen. Okay, wir haben 140 Wachen insgesamt, 8 ausruhend, 105 stationiert, 6 patrouillierend, 19 Arbeiten ausführend. Dann sollten wir vielleicht nochmal Personal einstellen. Mindestens 10. 5, 6... 7, 8, 9, 10. So, die Frage ist nämlich auch, das ist das erste Mal, dass ich das Game spiele seit dem letzten Add-on oder seit dem letzten Update und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich an die neuen Features komme. Das werden wir eventuell probieren, hier in dieser Folge rauszufinden. Ja, so ist das. Also, letztes Mal hatten wir ja hier unten gewerkelt und haben diesen wunderschönen Shop gemacht. Wir haben diesen, das ist der Shop, das hier ist die Bücherei und mit beiden bin ich sehr einverstanden. Das sind die Besuchertische. So, und ich habe gehört, es hat sich was geändert in Sachen Besuchertische. Und wir schauen uns das mal an. Ah, Visitor Booth. Heißt das jetzt? Und sieht jetzt so aus. Das ist natürlich, das ist natürlich enorm attraktiv, enorm attraktiv. Heißt das, dass sich die Raumanforderungen auch geändert haben? Das kann natürlich durchaus sein. Der Besucherraum, Innenbereich, Besuchertisch oder Visitor Booth. Okay, aber wir machen es einfach so, wir schmeißen das hier weg. Und machen stattdessen Visitor Booths rein. Das wären dann die. Oh, und da fahren die LKWs. Ja, kommt. Kommt, meine Jünger. So. Und da linke Seite ist Häftling, rechte Seite ist Besucher. Dann machen wir das einfach mal so. So. Und so. Und da können wir nicht viel machen. Was wir aber machen können, ist da ein Stück Mauer hinsetzen. Materialien. Öl. What is? Oh. Da ist die Spitzhacke, die jetzt jemand mitgenommen hat. Häftling durchsuchen. Und hier ist ein Bild. Boop. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der die Spitzhacke mitgenommen hat oder ob wir die geklärt haben. Nein. Gut, okay. Naja, gut, damit leben wir. So, dann hier Fundament, nee, Materialien, Betonwand. Beton ist ein Stück Lebenskraft. Bin ich ja mal gespannt. Im Vergleich zu den Tischen hier oben. Ist die Frage, wir würden uns ja ganz schön reduzieren mit der Anzahl der Leute, die besuchen kommen können. Wenn wir überall die Visitor Booths reinmachen. Ich muss mich da nochmal schlau machen, wie die genau funktionieren. Und Postraum sieht auch abgefahren voll aus. Hier liegt auch noch Post. Mitten auf dem Gang. Okay, aber dass jemand eine Spitzhacke hat, ist etwas beunruhigend. Das heißt auf jeden Fall, dass heute Nacht wieder eine kleine, klitzekleine Razzia kommt. Und ich meine, darüber nachgedacht zu haben, was hier oben stattfindet. Denn wir haben ja hier oben unsere aktuell zwei harten Häftlinge.
Das ist die Frage, ob die alles kriegen, was sie brauchen. Sie haben eine medizinische Versorgung, die auch relativ häufig benutzt wird. Der Arzt ist schon ganz orange im Gesicht. Wir haben den Hof. Wir haben einen allgemeinen Gemeinschaftsraum. Wir haben die Abhörgeschichte. Wir haben eine ganze Menge, aber sie können nicht an irgendwelchen Programmen teilnehmen. Da hatte ich drüber nachgedacht, ob das so eine gute Idee ist. Oder ob wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, an irgendeiner Form von Programm teilzunehmen. Fraglich. Also ich habe da noch nicht zu Ende drüber nachgedacht, aber Literacy, das war das. Ich wollte ihnen Bücher zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite haben sie hier ein Bücherregal. Wie machen wir das? Bauen wir tatsächlich etwas an oder bauen wir nichts an? Das Problem war, glaube ich, dass wir keinen direkten Weg gefunden haben, sie einfach zu... Oh, Bewährung. Da war Bewährung. Wir hatten auf jeden Fall keinen Weg, sie einfach in die Bibliothek zu kriegen, ohne unser allgemeines Sicherheitskonzept zu vernachlässigen, was wir ja hatten. Also die in so einem geschlossenen Raum zu haben, aus dem sie nicht raus können. Was das Sicherheitskonzept von jedem Gefängnis ist, aber ihr wisst, was ich meine. Hier quasi mit der Kennzeichnung ist ausgeschlossen, machen, dass sie irgendwo anders hinkommen als der Bereich, der für sie gedacht ist. So, was ist jetzt hier unten? Jetzt ist hier unten zumindest diese Geschichte fertig. Heißt das, dass wir im Einsatz... Oh, verstehe. Dann machen wir das nur für Personal. Uiuiui, sorry. Und das hier für de Besucherdingens. Und jetzt kommen wir zu Logistik. Genau. Oder ich krieg's immer noch nicht hin. Wachpatrouillen. Wachen. Wachen. So, um diese Uhrzeit ist hier niemand. Das sind die Schlafenszeiten. Und dann geht es los. Da kommt einer hin und da kommt einer hin. Machen wir ruhig so. Dann um diese Uhrzeit kommen da zwei hin und hier. Und nein, hier nur eine. Und um diese Uhrzeit auch. Da nur eine. Und um diese Uhrzeit dann entsprechend auch so wie geplant. Ja, wenn das mal nicht fein ist. Aber uns fehlen Lampen. Und man hat mir gesagt, dass ich es geschafft habe, auszustellen, dass Lampen automatisch platziert werden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das ausgestellt hätte. Aber wir können das gerne mal nachschauen, ob ich das getan habe. Hier anscheinend nicht. Hier werden ja Objekte platziert. Bei Fundament automatische Beleuchtungsplatzierung kann man einstellen. Aha, habe ich wohl mal aus Versehen ausgestellt. Ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht ist auch einfach nur dazugekommen und war deaktiviert. Keine Ahnung. Der Laden läuft. Der Postraum auch. Und ach, man, wir sind ja schon in der Schlafphase, natürlich. Razzia. Die Holzspitzhacke. Ich wette mit euch, dass einige von unseren guten Freunden hier probiert haben, rumzubuddeln. Aber regardless, wir werden sie aufspüren. Sehr gute Suche. So, wir haben aktuell 122 von 119 Häftlingen. Und eine schöne Sache, die mir jemand erzählt hat, in den Kommentaren, und sorry, dass ich mir den Namen nicht aufgeschrieben habe, aber eine Sache, die ich bisher übersehen habe, ist die Anzeige für Kapazität. Ich habe immer mit der Hand gezählt, was völlig bescheuert ist, denn wir haben ja eine Kapazitätsanzeige. Da unten Höchstkapazität 122. 50 für den Hochsicherheitstrakt und 67 für den normalen Trakt. Das heißt, wir haben momentan ein falsches Verhältnis. Wir haben einen, der in Hochsicherheit ist und der es nicht sein sollte. Also wir haben einen zu viel in Hochsicherheit. Und das ist so ein bisschen der Punkt. So, und jetzt haben wir hier ein Intake von 2. Was macht denn das Sinn? Ja.
Jein. Wir können eigentlich nur einen. Gut, dann machen wir nur einen. Aber den dann auch richtig. So. Gift. Aber noch keine Tunnel. Immerhin. Naja, gut. Schauen wir uns mal an, wohin das führt. Wir sind immer noch im Plus, das ist die Hauptsache. Oh. Und dieser junge Freund hier hat etwas angestellt. Gleich mal schauen. Charakter. Kann besonders schnell rennen und kann, kann ohne extrem launisch. Wir wissen Bescheid. Dieser junge Mann ist genau die Sorte von Kandidat, der. Schauen wir mal, wo er hingebracht wird. In seine Zelle. Erst der Typ von Kandidat, der hochgestuft wird auf die höchste Sicherheitsstufe. Aber wir müssen ihn auch noch verarzten. Und ich hoffe, der Mediziner hier ist auf dem Weg zu ihm. Und probiert ihn abzufangen. Oh, spannend. Jetzt wird er verarztet. Sehr gut. Und kann ich jetzt. Er ist ja jetzt in der höchsten Sicherheitsstufe. Unterdrückt. Warum ist er hier? Warum ist er hier? Wenn er. Oh ja, Entschuldigung, wollte ich nicht weit zugucken. Wenn er eine andere Zelle kriegen sollte. Strafen, Höchstsicherheitsstufe ist ja richtig. Warum wird dir keine Zelle zugewiesen, junger Freund? Kann ich dich nach hier verlegen? Das hat nicht geklappt. Er ist ja keine Wache, deswegen kann ich ihn nicht bewegen. Ach, er wurde in der Zelle zwischengelagert, um dann transferiert zu werden. Ah, das muss man sich auch mal merken. Allerfeinst. So, dann wird er. Ups. Sind sie abgebogen? Ja, sind sie abgebogen, wird er nach hier transferiert. Schön nach oben. Und da ist er nun. Und was passiert jetzt? Jetzt wird er wieder zurückgebracht. Aber wohin? Okay, das macht sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig Sinn. Schauen wir uns nochmal an, was hier steht. Zerstörung, Personalangriffen, okay, aber. Warum ist er jetzt hier? Wir haben doch genügend Hochsicherheitszellen. Also, The Swift Tindall. Schauen wir uns mal an, warum das so ist, wie es ist. Wie sieht es aus in Einsatz? Nein, das sind unsere Höchstsicherheitszellen. Höchste, nein, hoch. So. Meine Güte. Ach, vielleicht, weil ich ihn in die Einzelhaftzelle gesteckt habe. Sollte ich das tun? Ist das richtig? Ich weiß es nicht, aber es muss euch ungefähr genauso wenig entspannen wie mich. Von daher lassen wir ihn mal für einen Moment
Hier in Ruhe. So, was sagt unsere Häftlingsanzahl? 49, 64. Das heißt, wir können das hochbeefen auf 50, 67. Das bedeutet, einen von denen und 64, 65, 66, 67. Ja, das passt. Alrighty. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Ob sie ihn jetzt angemessener unterbringen. Oh, guck mal. Da ist der Speed. Der Need for Speed. Die Frage ist, warum sind die hier? Warum sind sie dort und nicht hier? Haben wir irgendetwas verkehrt gemacht? Gibt es irgendeinen Grund, warum sie nicht in ihre Zellen können? Einsatz. Nö. Streng genommen nicht. Sie sind ja auch ausgewiesen hier unter Höchstsicherheitstrakt. Was wäre, wenn wir für die Zeit, die sie transferiert werden müssen, hier einfach mal auf allgemein umstellen? Nur für den Moment. Und mal eben hier in Personen- und Logistik-Einsatz, Intereinsatz, Unterwachen. Naja, da ist einer. Nee, sieht eigentlich okay aus. Mal schauen, ob sie verlegt werden. Höchste Sicherheitsstufe ist richtig. Das ist ihre offizielle Zelle. Oh, und da schweben die werten Wachen ein und durchsuchen die komische Dingsbumszelle. Meine Herren, meine Damen, was ist es? Was findet hier statt? Probieren wir es nochmal mit der rechten Maustaste den dahin zu verlegen. Einmal nach oben abbiegen. Das scheint funktioniert zu haben. Gut, dann machen wir das jetzt mit den anderen beiden auch. Der kommt hier hin. Und dann bleibt noch Forrest und Forrest kommt hier hin. Lauf, Forrest, lauf. Und gleich nachverfolgen. Oh, hier wird sich getummelt übrigens. Ja, du schimpfst, aber wir haben was vorbereitet. Da schimpfen sie. Na? Ja.
Warum, weshalb? Warum wird er jetzt schon wieder weggeschafft? Das will ich nicht. Da, geh hin. Das macht irgendwie keinen Sinn. Irgendwie scheint sich da ein Bug eingeschlichen zu haben. Oder ich verstehe eine grundlegende Mechanik nicht. Auf jeden Fall haben wir das Problem, dass wir unsere schwersten Kriminellen in die Sammelzelle für alle, die einfach so ankommen, stecken. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und ich meine, Forrest hat es ja nun wirklich verdient, dass er eine schöne Zelle bekommt. War denn das eine... Räume... Zelle? Haben wir eine Zuordnungsproblematik? Ist es eine Zuordnungsproblematik? Probieren wir es nochmal. Diese obere Zelle ist nun die seine. So, Faust. Lauf doch nochmal hierhin. Und dann wollen wir uns das nochmal ansehen. Die beiden fühlen sich da jetzt wohl, damit bin ich auch einverstanden. Aber Forrest eben nicht. Oh. Was ist passiert? Ich habe es doch genau wieder blitzen hören. Hier, der junge Mann hat probiert zu entkommen, vermute ich. Nee, Zerstörung, Personal angegriffen. Einfach nur Vandalismus. Oh, und er auch. Sie haben beide randaliert. Oh, allerfeinst. Warum will er nicht? Warum will er jetzt da nicht bleiben? Ist doch eine schöne Zelle. Ist doch alles dran, was es braucht. Ich bin verwirrt. Naja. Gut, aber was wir auch rausgefunden haben, ist, dass es nicht daran lag, dass das hier Personalbereiche waren. Von daher... stellen wir das ruhig nochmal um. Und überlegen uns, wie wir Forrest jemals wieder darüber kriegen. Das wird ein Problem. Aber für den Moment, da wir unsere Aufbewahrungszelle so gut wie gar nicht mehr nutzen im Moment... können wir ihn auch einfach da lassen. Problem ist natürlich, er hat keine Dusche da. Können wir ihm eine machen? Wir könnten ihm eine machen. Einfach nur, damit hier Ruhe ist, machen wir da die Dusche hin und Abflüsse rundherum und dann machen wir in der Versorgung ein Sonnesrohr. Und war das jetzt die richtige Stelle? Keine Ahnung, machen wir einfach nochmal so. Dann haben wir das auch. Literacy, damit kann ich ihm wirklich nicht helfen. Jedenfalls nicht im Moment. Jedenfalls nicht, solange wir rausfinden, was da eigentlich los ist. Warum die Hochsicherheitszelle hier nicht mehr funktioniert. Wir könnten noch probieren. Wir können erstmal abwarten, bis unsere beiden Freunde wieder vom Hof in ihre Zellen zurückkommen. Wo ist der zweite? Wir hatten nochmal einen zweiten. Er ist nicht im Aufenthaltsraum. Er ist nicht im Besucherraum. Er ist nicht in der Küche. Warum ist die Tür offen? Ist sie nicht mehr. Gut. Ha, gucken wir uns mal an. Die Berichte. Da ist er. Das ist Forrest. Das ist Tyndall. Tyndall hat auch wieder, ist auch wieder... zurück nach hier verlegt worden? Warum?
Warum? Ah. Vielleicht kann ich es irgendwie forcen. Vielleicht indem wir machen Personal, Versorgung, Objekte. Wie war denn das? Ah, ich vergesse es immer wieder. Einsatz. So, es ist eine allgemeine Geschichte, wenn wir jetzt so machen. Wenn wir es jetzt zu einer Verwahrungszelle machen, die nicht für alle ist. Werden sie dann verlegt? Offensichtlich dürfen sie sich alleine bewegen, aber wohin? Zum Laden? Und dann? Was findet hier statt? Das ist entweder ein skurriler Bug. Jetzt hat er sich ein Bild gekauft oder ein Buch oder Pornografie. Und dann geht er damit wohin genau? Hierhin und telefoniert? Und dann? Geht er zu den anderen essen. Was findet hier nur statt? Ich bin wirklich gespannt, in welche Zelle er gleich gesteckt wird. Okay, das ist nicht erlaubt. Das kann doch nicht sich. Das kann doch nicht richtig sein. Okay. Also, falls irgendjemand von euch weiß, was hier stattfindet und warum meine Jungs mit der höchsten Sicherheitsstufe offensichtlich nicht in der Lage sind, ihre vorgewiesenen Zellen anzunehmen, die hier oben sind, dann lasst es mich bitte wissen, weil eigentlich, streng genommen, müssten die ja völlig in Ordnung sein. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen unter Einsatz, dann sind das alles Zellen. Aber mit dem wesentlichen Unterschied, dass es keine eigenständigen Zellen sind, Fragezeichen. Ist es das? Sie sind ja eigenständig. Wir haben sie eigenständig angelegt und sie werden auch eigenständig angezeigt. Aber manchmal hat das Spiel ja so Angewohnheiten, die Räume nicht einzeln zuweisbar zu machen, so wie hier. Obwohl sie eigentlich einzeln ausgewiesen sind. Wie frustrierend. Aber wir haben eine ganze Menge Zeit zugebracht, diesen zwei Herren zuzuschauen. Wie wär's, wenn wir bei der Gelegenheit mal eine kleine Razzia machen? Einfach nur, weil wir es können. Und mal angucken, wie es hier eigentlich steht. 48 zu 63. Das heißt, 4 und 2 müssen dazu. Das heißt, 4 und 2. Ah, sehr gut. So, und gleich mal mit Geschwindigkeit. Besonders jetzt, wo sich wieder unsere Höchstkriminellen in die normale Bevölkerung mischen, sollten wir vielleicht ein wenig darauf Acht geben, was hier passiert. Dubios, dubios. Tja. Wie gesagt, falls ihr da was wisst, ich bin offen für jegliche Vorschläge. Ich werde auch gleich nochmal das Interwebs konsumieren, um zu gucken, ob wir da irgendwas rausfinden. Aber bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns in Kürze wieder. Tschüss!